Hallo. Hallo, Hallo. wunderschönen guten Tag, Jan, mein Name von der Strom- und Energieberatung. Ja. Es geht, nee, hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, kann sie Es geht hören? um Ihren Bitte? Ich kann sie hören. Ah, super. Es Ja. geht um Ihren Strom. Wir wollen Ihnen gerne aktuell einen Stromvergleich anbieten, dass Sie weniger in den Kosten zahlen. Ein was Sie bitte? kümmern sich. Bitte? Ein was bitte? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Wir wollen Ihnen einen Stromtarif anbieten. Ja, das habe ich verstanden. Von mir Volta. Von was bitte? Von mir Volta. Was ist das? Ein Stromlieferant. Ach, das habe ich ja noch nie gehört. Ist das gut? Ja, es gibt 1200 Lieferanten, also dass Sie das jetzt hören, wäre schon wunderlich. Ja, das kann man ja nicht alles kennen, nicht wahr? Aber dass es so viele gibt, hätte Richtig. ich jetzt ja auch nicht gedacht. Aber man Genau, das meinte lernt ich ja ja damit nie gerade, ne? aus. Nee, ich meinte ja damit, dass man das nicht kennen muss. Auf jeden Fall Ja. ist der Anbieter seit 2005 auf dem Markt. Wir wollen Ihnen das gerne anbieten. Sie beziehen nur Strom oder auch Gas? Wie bitte? Haben Sie zu Hause nur Strom oder haben Sie auch Gas? Ihr habt auch Gas, das ist ja für den Herd und für die Heizung, nicht wahr? Und was zahlen Sie monatlich an Strom? Wie bitte? Wie viel Euro Sie monatlich an Strom zahlen? Ich meine, so um die 50 sind das. Ich brauche ja nicht so viel. Okay, und was zahlen Sie für Gas? Ich meine, das waren sowas um die 35, weil ich muss ja ein Also bisschen für Gas heizen, zahlen das Sie teilweise ist ja weniger. oft sehr kalt, nicht wahr? Also 35 oder 5, was habe ich verstanden jetzt? Ich weiß nicht, was Sie verstanden haben. 35 habe ich gesagt. Was haben Sie denn Ah, okay, verstanden? super. Super, super. Und wie viel Kilowatt verbrauchen Sie für Strom? Wie viel, was bitte? Kilowatt. Weiß jetzt nicht, was Sie mich fragen möchten. Ich habe gefragt, was Sie im Jahr an Kilowatt verbrauchen für Strom. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was das sein soll. Ein Kilowatt, wissen Sie, was das ist? Nein. Okay, ich werde es mal ein andermal anrufen, ja? Ach, das ist doch jetzt, Sie meinen dies nicht Kilogramm, Sie meinen diese Verbrauchseinheit von Strom, oder? Also Ja. wussten Sie doch, worum es geht. Nee, ich hab sie nicht, ich kann nicht mehr so gut hören. Und Okay. das sind so, ich hab, das ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich von denen ja Post bekommen. Soll ich das eben Sehr gut. raussuchen oder können Sie da in den Unterlagen bei mir gucken? Ich bin nicht Ihr Anbieter, ich bin nur von der Energiemarktservice und will Ihnen was ganz anderes anbieten. Also ich bin nicht Ihr Anbieter. Aber Können Sie mir mal ganz kurz Ihre Rufnummer wiederholen, wenn ich fragen darf? wie bitte? Können Sie mir bitte mal ganz kurz Ihre Telefonnummer wiederholen? Also sagen bitte. Ja, Sie haben mich Nicht doch wiederholen, sondern gerade sagen. angerufen. Ja, die ist bei mir nicht angezeigt worden, deswegen frage ich ja. Die wird nicht angezeigt, aber Sie haben bei mir angerufen. Ja, aber bei mir wird die gerade nicht angezeigt. Deswegen frage ich, ob Sie die ganz kurz mal sagen können, bitte. Ja. Dankeschön. Ja, gerne. Hans-Richard Käfer? Ja. Okay. Sie wohnen jetzt in Baden-Baden, 76534, ist das richtig? Ja, immer noch. Mein ganzes Sehr Leben gut. lang Auf der schon. Ja, super. Auf Ja. der Spörstickweg 29. Genau. Genau. Okay, also Sie zahlen jetzt 50 Euro. Und wie viel Kilowatt verbrauchen Sie jetzt an Strom? Ja, soll ich da eben mal nachgucken? Bitte. Ja, ich muss das nur kurz raussuchen, weil meine Frau, die legt das immer alles da. Die haben ja so eine Ja. Ablage oder so einen Ordner. Ich darf sie kurz mitnehmen in mein Wohnzimmer. Ja klar, ist kein Ja. Problem. Ich wiege auch nicht so viel, denke ich mal. Nein, es ist ein leichtgewichtiges Telefon. Das ist eins mit diesen Okay. großen Tasten, die kennen Sie ja bestimmt. Meinen Sie ein... Ne, ja, ich kenne Ja, ich kann ja auch nicht mehr so gut gucken.
dass ich das halt finden kann. Dann wollen wir mal also schauen. Ich will Sie nicht überfordern, Herr Käfer. Wie bitte? Ich will Sie nicht überfordern. Das tun Sie nicht. Ich war früher Atomphysiker. Das dauert eine Weile, mich zu überfordern. Ich kann nur nicht mehr gut hören und gucken. Aber der Schädel, der funktioniert noch wunderbar. Sehr schön, das freut mich. Ja, mich auch, sonst wäre ja auch nicht mehr viel mit mir anzufangen. Von wo aus rufen Sie denn an? Hamburg. Wie bitte? Hamburg. Ist ja auch so tolles Wetter. Ja. Wir haben jetzt ja das erste Mal so richtig Sonne dieses Jahr. Das ist traumhaft, oder nicht? Ja, gestern war 19 Grad, heute ist es so um die 15, glaube ich. Ja, das ist ja doch... Also, als ich im Auto war, war es 15. Wenn man mal überlegt, dass wir vor 2-3 Wochen noch das streuen mussten, da ist das doch jetzt schon mal eine Steigerung. Ja. Erna, kannst du mir mal das mit den Unterlagen, von den Rechnungen mit dem Strom, wo haben wir das? Kannst du mir das zeigen, bitte? Ist das hier? Das ist die Meldebescheinigung, das brauche ich nicht. Das ist von Strom, von Stadtwerken. Darf ich mal selber gucken? Da kannst du weiter stricken. Ja. Ja, ich muss das raussuchen. Ja, klar, kein Problem. Haben Sie gerade mit mir gesprochen? Nö. Alles klar. Nichts gesagt. Bei welchem Anbieter sind Sie? Bei der Stadtwerke Baden-Baden oder bei der Stadtwerke Bühl? Wie bitte? Oder haben Sie gewechselt? Wie bitte? Bei welchem Anbieter Sie sind? Stadtwerke. Welche Stadtwerke? Baden-Baden. Okay. Ja. Und Sie, bei welchen sind Sie? Ich bin bei Mivolta. Ja, wie schreibt sich das überhaupt? Wie Volt? Also M wie Martha, I wie Ida und dann Volta. Also wie das Volt, diese Maßeinheit. Ja, genau, Volt. Also ich hab... Aber und am Ende kommt ein A. Ja, ich habe das jetzt gerade hier rausgefunden. Ich muss jetzt, das ist alles immer so klein geschrieben. Ich muss ja mal meine Lupe nehmen. Das habe ich fürs Briefelesen gekauft. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Baujahr 41, junger Mann. So, das sind 1247 gewesen letztes Jahr. Also 1247 Kilowatt haben Sie verbraucht? Ja. Einen Moment. Ich schaue Ihnen, was ich da Ihnen jetzt anbiete. Und was haben Sie da für Gas verbraucht? Wie bitte? Was Sie für Gas verbraucht haben, Herr Käfer? Ja, für den Herd und für die Heizung ist das im Prinzip. Genau, was Sie da für Gas jetzt verbraucht haben? Ja, das ist ja so 35 Euro im Monat. Das sagte ich bereits. Nein, was Sie verbraucht haben. Also was der Verbrauch für Gas ist. Da hat neulich einer angerufen, da hatte ich das mit dem besprochen. Lassen Sie mich mal überlegen. Ich meine, das wäre, ich schreibe mir immer alles auf. Das ist so eine Angewohnheit noch aus der Physik von damals. Ich habe das bestimmt irgendwo noch. Weil wir haben ja damals im Prinzip diese Atomgeschichten überwacht, dass da nichts schief geht. Und im Gegensatz zu den Russen hat das bei uns ja auch geklappt, wie Sie merken. Sonst wären wir alle ja nicht mehr am Leben. Nicht funktioniert. Nee, die können das nicht, aber die sind ja immer betrunken. Das weiß ich nicht. Ja. Das kann sein, aber die Regel ist, ja, die sind betrunken. Aber ja, das muss ich Ihnen ja noch... Vorhin rief mich auch einer an. Ich dachte gerade schon, Sie wären das auch wieder. Der rief an von irgend so einem Weingut und wollte, dass ich da 10 Flaschen Wein den abkaufe. Da sage ich, ja, wollen Sie mich denn zum Alkoholiker erklären? Was soll ich mit 10 Flaschen Wein machen? Das weiß ich auch nicht. Ich kann Ihnen hier kurz eine kleine Info sagen. Ja. Sie zahlen ja aktuell 50 Euro für 1247 Kilowatt im Jahr. Ja. So, da können wir Ihnen den monatlichen Abschlag für 39 Euro anbieten aktuell.
49? Nein, 39. 39, das ist ja 11 Euro weniger. Genau. Wie kann das denn sein? Vollkommen richtig. Das ist der Strom gestohlen worden von Ihnen. Nein, der kommt nicht aus Polen. Nein, der Strom ist einfach nur günstiger, weil der Arbeitspreis günstiger wie Ihr Lieferant aktuell ist. Oder auch der Grundpreis vielleicht. Na so. Und ja, und das habe ich dann dauerhaft, oder wie muss ich mir das vorstellen? Einfach nur so, dass Sie den Preis 2 Jahre garantiert bekommen und dass man Sie jedes Jahr einmal anruft, um Ihnen den Preis nochmal für das nächste Jahr nochmal zu garantieren, Herr Käfer. Aber wenn Sie mir den 2 Jahre garantieren, warum rufen Sie mich dann in einem Jahr an, um den mir fürs nächste Jahr zu garantieren, wo er schon garantiert worden ist mit der Garantie? Man kann Ihnen im Voraus schon mal einen Tarif vorausgeben. Also quasi so eine Zukunftsdeutung, wie man das mit dieser Kristallkugel. Nee, nicht Zukunftsdeutung, ganz einfach. Sie haben einen Vertrag von 2 Jahren. Ja. Ein Jahr ist vorüber, nach einem Jahr rufen wir Sie nochmal an, um Ihnen für das nächste Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, den Tarif neu anzubieten. Oder auch neu nochmal zu garantieren. Ach so, ja, das ist ja sehr kundenfreundlich bei Ihnen. Allen anderen muss man ja immer hinterherlaufen. Deswegen rufen wir an. So, was wollten wir jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Den Gasverbrauch. Ja, da wollte ich ja hinlaufen. Das habe ich jetzt. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte nur wissen, wie viel Sie für Gas verbrauchen. Ja, 35 Euro. Nein, nicht zahlen, sondern verbrauchen. Ach so, ja, das hatte ich, da hat vorhin schon mal einer angerufen, da hatte ich das aufgeschrieben und das kann ich Ihnen ja auch noch, da rief vorhin einer an, nicht, der hat gesagt, der ist von so einem Weingut, da wollte mir da 10 Flaschen Wein andrehen. Habe ich den gefragt, also ob der mich zum Alkoholiker machen will, das müssen Sie sich mal vorstellen. Hatten Sie auch vorhin gesagt. Wie bitte? Können Sie bitte schauen, was Sie im Jahr für Gas verbrauchen? Ja, sicher. Ich habe das das Gasverbrauch. Also 2017 sind das 9.300 gewesen. 9.300 Kilowatt? Ja, oder hat das eine andere Einheit? Nein, 9.300 meinen Sie, ne? Ja. Ja, Gas hat Kubik, aber wenn das in Kilowatt direkt umgewandelt wird, dann ist das kein Problem. Wie ist denn da der zahlen Sie 35 Euro? Wie ist denn da der Umrechnungsfaktor? Das würde mich schwer interessieren. Kommt drauf an, was für ein Brennwert Sie haben. Ob die 7,9, 7,881, machen Sie einfach den Kubik mal im Prinzip das, was Sie haben, den Brennwert, dann kommt der Kilowattverbrauch. Was ist denn der Brennwert? Was ist denn ein Brennwert? Ist das mit Kilokalorien? Bitte? Ein Kalorien? Ist das mit Kilokalorien? Weil ich kenne den Brennwert nur von Essen aus der Nahrungsmittelforschung, aber das ist ja bestimmt was anderes bei Ihnen. Genau, das ist für Gas. Ist es vergleichbar oder ist das ganz anders? Das ist was anderes. Da muss ich mich ja mal reinlesen. Also der Gasverbrauch, ja, weil der Gasverbrauch wird ja im Allgemeinen auf der Endkundenrechnung in der Einheit Kilowatt kWh abgerechnet. Ja. Ja. Und eben auf dem Zähler steht selber in Kubik. Dann rechnet man den Brennwert, was wir als Halt haben, plus den Zustandszahl komplett aus. Und dann haben sie im Prinzip den Kilowattverbrauch. Was ist denn eine Zustandszahl? In der Regel geht das einfach normal 7,9. Die Regel ist 7,9. 7,9. Und was sagt das dann? Was kann ich mit 7,9 machen? Ja, machen Sie einfach mal den Kubik. 7,9 Kubik? Mhm. Ja, okay, kann ich mir das aufschreiben? Ich sage Ihnen ja nur, wie das in der Regel ist. Ja, ich muss das nicht, dass es bei Ihnen so ist, das weiß ich nicht. Ich sage Ihnen nur, wie das in der Regel ist. Ja, ich muss mir sowas ja immer aufschreiben. Es kann ja sein, dass da noch mal jemand nachfragt. Dann stehe ich da nicht wieder so blöde da wie jetzt. Weil ich wusste auch also vorhin... Der Brennwert gibt einfach nur die Energie an. Ja. Ja. Die bei vollständiger Verbrennung oder anschließender Rückkühlung und die Bezugstemperatur frei wird.
Im Gegensatz zum Heizwert ist die Kondensationswärme enthalten. Die Angaben erfolgt in Kilowattstunden, kWh, pro Kubikmeter. Er wird auch oberer Heizwert genannt. Ach so, das ist gut zu wissen. Wo kann man das denn nochmal nachschlagen im Bedarfsfall? Können Sie auf Google, habe ich gerade auch da gelesen, um Ihnen das ganz genau zu sagen. Auf was bitte? Können Sie im Internet nachschlagen. Ach, sowas habe ich gerade auch von dort abgelesen. Sowas habe ich nicht. Schade. Ja, ich wollte mir das ganz einfach angucken. Wir wollen Ihnen den Strom so anbieten, halt günstiger. Habe ich günstiger 39 Euro? Ja. Ja. Für denselben Verbrauch. Gas kann ich Ihnen nicht anbieten, weil Gas sind, wenn Sie 35 Euro zahlen für diesen Verbrauch, sind Sie da bestens bedient. Das hört gut. Ja. Ich bin Ihnen ganz ehrlich zu Ihnen, was hätte ich da denn? Das kann ich Ihnen nochmal sagen. Also da wäre über 50 Euro bei mir, also da Ihnen was anzubieten, lohnt sich nicht. Haben Sie vielleicht was nachbezahlt bei Gas? Ja, wir haben ja geheizt im Winter und ich weiß noch, dass meine Frau, die wollte das Tafelsilber verkaufen. Was haben Sie, ob Sie noch was nachbezahlt haben, Herr Käfer? Soll ich die Erna mal fragen? Können Sie machen. Ja, ich nehme die nochmal mit. Erna, was haben wir nachbezahlt für Strom? Nein, für Gas. Soll ich wegen Strom oder Gas fragen? Gas. Für das Gas. Was hast du das da noch irgendwo? Hol das mal raus, bitte. Die guckt da eben nach. Ist das denn wichtig für die Berechnung? Ja. Ja. Dass das vielleicht noch günstiger wird. Im Endeffekt, ich habe nur gefragt, im Endeffekt sind Sie da günstiger, kann ich Ihnen jetzt so sagen? Ja. Also da habe ich das Ganze für 53,75 Euro, kann ich Ihnen nicht anbieten, Herr Käfer. Strom kann ich Ihnen gerne für den Verbrauch anbieten. Wie lange müssen Sie denn am Tag telefonieren? Das ist doch bestimmt anstrengend, oder nicht? Das ist eine ganz andere Sache, Herr Käfer. Ist das so? Haben Sie Interesse daran zu wechseln? Ja, ich warte jetzt ja gerade, da hat meine Frau, das gib mal bitte rüber. Also wir mussten im Prinzip 316,13 Euro nachbezahlen. 316,13 Euro? Ja. Müssen Sie nachzahlen. Weil haben wir wohl zu viel geheizt oder zu viel gekocht, aber man will ja nicht frieren und essen muss man ja auch irgendwann. Wurde Ihr Verbrauch oder wie Ihr Abschlag angeglichen? Also im Prinzip erhöht? Ja, wir haben ja mehr verbraucht gehabt und darum ist ja dann die Nachzahlung gekommen. Wurde das angeglichen jetzt für den Verbrauch? Also zahlen Sie jetzt aktuell für Gas mehr oder ist das immer noch gleich geblieben? Da müsste ich nochmal meine Frau fragen. Erna, haben wir jetzt mehr, jetzt guck doch nicht so, ich versuchte das doch zu erklären. Wir haben ja diese Rechnung hier, das müssen wir jetzt ja mehr, wir haben das ja mehr bezahlen müssen wegen den Verbrauch. Bezahlen wir denn jetzt im Monat auch mehr? Das steht ja. Ja, wir haben da jetzt ja, die hat das drunter geschrieben, ich habe das gar nicht gesehen, tut mir schrecklich leid, ich kann nicht mehr so gut gucken. Wir haben jetzt im Prinzip, sind wir jetzt bei 47 Euro im Monat. Dann sind sie günstiger immer noch. Also da kann ich nicht mithalten. Ja, und dann ist ja, wo wir das jetzt besprochen haben, ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Das muss ich die Leute vorwarnen. Da rief vorhin einer an. Das glauben sie gar nicht. Er wollte mir 10 Weinflaschen von Franzosen verkaufen. Ich weiß, aber das ist anders. Haben Sie das auch schon gehört? Wollen Sie, ich kann Ihnen Strom gerne anbieten für 39 Euro. Bei demselben Verbrauch, 39,13 Euro sind das brutto im Jahr, Monat, im Jahr sind das 469,62 Euro. Möchten Sie gerne diesen Tarif nutzen? Kriege ich bei Ihnen, weil da rief ja vorhin schon mal so ein junger Mann an, kriege ich Sie bekommen keinen Wein von uns. Kein Wein? Gott sei Dank. Ja, darum, das hatte ich Ihnen ja eben erzählt. Es geht ja im Prinzip darum, genau. Sie bekommen von uns nur Strom, Herr Käfer, dass Sie weniger an den Kosten zahlen. Haben Sie Interesse daran? Ja, bekomme ich, weil ich wollte Ihnen ja gerade etwas erzählen. Da rief ja vorhin so ein junger Mann an, der hat ja auch gesagt... Der wollte Ihnen Wein geben.
Nein, das war ja ein anderer. Der hat ja im Prinzip Aha, gesagt, dass jetzt ein der anderer. wollte mir so ein Elektrogerät dazugeben, wenn ich da den Strom bei ihm erwerbe. Aber ich habe da ja überhaupt keine Verwendung dafür. Würde ich das bei Ihnen auch Sie haben. kriegen? Nein, gar nichts. Sie bekommen nur den Stromvertrag mit der Preisgarantie, mehr auch nicht. Mit der was Für bitte? 39,13 €. Sie bekommen den Preis für 39,13 € für 2 Jahre garantiert. Also kriege ich Sie dann bekommen zwei von uns keinen Jahre, Bonus oder einen Sofortbonus, gar nichts. 2 Jahre lang jeden Monat 10 Weinflaschen. Das ist ja viel zu viel für mich alleine. Herr Käfer, eine Frage. Wollen Sie den Tarif nutzen oder nicht? Ganz Ich ehrlich. zinke nicht so viel. Wollen Sie den Tarif nutzen oder nicht? Nein. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann werde ich das so notieren. Ich Ja. bedanke mich dann bei Ihnen. Ja, gerne Ich auf wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihre Wiederhören. Sie auch. Gespräche. Tschüss. Was ein Kobold. Ah, der Maulwurf bringt sie immer wieder zum Verzweifeln. Ah, die Weinleute haben lange nicht mehr angerufen, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber der Typ ist mir auch, mit dem hättest du nichts Intelligentes machen können. Der hätte selbst bei Google geguckt, um die grundlegendsten Begriffe seiner Arbeit erklären zu können. Ah, es ist immer wieder herrlich. Hoffentlich kriegen wir noch mehr davon. Ah, Leute, Leute. Nein, hoffentlich wird es weniger. Dann muss ich das hier nicht mehr machen und kann wieder in meinem Garten sitzen und Wodka anpflanzen.